Was bist du bereit, in dein Business und in dein Leben zu investieren? Genau diese Frage solltest du dir stellen, wenn du etwas Großes aufbauen willst. Wenn du was erreichen willst in deinem Leben, darfst du dich immer wieder fragen, was du bereit bist zu investieren. Die meisten Menschen scheitern nämlich genau daran, dass sie nicht bereit sind, die Schritte auch zu gehen, die notwendig sind. Alleine beim Investieren, da scheitern so viele. Und das regt mich teilweise echt auf, wenn ich dann sehe, wie viele Menschen Potenzial haben, unglaublich großes Potenzial, was aufzubauen und mir dann auch von Visionen erzählen. Und ich denke, oh geil, so in einem Strategiegespräch zum Beispiel, wenn wir dann zusammensitzen und wir arbeiten das alles gemeinsam aus, ob das jetzt bei mir ein Coaching ist oder woanders, um eine Investition von 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.000 Euro. Und die Leute haben wirklich eine große Vision, wollen was aufbauen. Und beispielsweise jemand hat schon ein Business und es geht darum, den Jahresumsatz von 100.000 auf 200.000 zu bringen. Und die Leute sind nicht bereit, 10.000 Euro zu investieren. Wenn das der Key dazu ist, der Schlüssel, die Systeme so aufzubauen, dass der Umsatz möglich wird mit Leichtigkeit, ohne sich selber irgendwie in Burnout reinzubringen oder sowas. Und wenn da die Bereitschaft schon fehlt, dann ist abzusehen, dass das Business einfach nicht funktioniert. Deswegen frag dich da, egal ob du jetzt ein Business aufbauen willst oder auch im sportlichen Bereich zum Beispiel was Großes erreichen willst oder auch in anderen Lebensbereichen was erreichen willst, deine Kinder so aufziehen möchtest, dass sie ein geiles Leben haben, selbstbestimmt leben können, dann musst du auch bereit sein, Dinge zu investieren. Musst du bereit sein, massiv Energie und Zeit da rein zu investieren. Wenn du ein Business aufbauen willst, dann musst du die volle GEZ bezahlen. Was heißt GEZ? Geld, Energie und Zeit. Und die meisten Leute beschäftigen sich viel mehr damit, zu gucken, wie man der GEZ in Deutschland aus dem Weg gehen kann, den 18 Euro da im Monat oder was auch immer das ist, und beschäftigen sich viel weniger damit, wie sie ihre GEZ sinnvoll investieren können. Deswegen setz dich mal hin und mach dir Gedanken, mach mal einen Plan, brauchst keinen riesen Businessplan aufstellen, aber mach mal einen Plan, was brauchst du, um die nächsten Schritte gehen zu können und wo kannst du jetzt Energie reinstecken, wo kannst du Zeit reinstecken und wo kannst du Geld reinstecken. Und ganz wichtig ist dabei, das richtige Maß überall zu finden. Du wirst es nicht schaffen, eins davon zum Beispiel ganz auszumerzen. Das geht einfach nicht. Du kannst nicht was aufbauen komplett ohne Zeit, weil irgendwas von dir muss reinfließen. Du wirst es nicht schaffen komplett ohne Energie und du wirst es auch nicht schaffen komplett ohne Geld. Und jetzt kannst du, wie an so einem Reglersystem bei einer Musikanlage oder sowas kannst du es vergleichen, kannst du den Regler jetzt einstellen und die anderen Regler schieben sich automatisch ein bisschen mit. Und du kannst einstellen, du möchtest jetzt mehr Geld investieren, dann wird deine Zeit und Energie ein Stück runtergehen. Oder du kannst einstellen, du möchtest mehr Zeit investieren, dann wird dein Geld ein klein bisschen runtergehen zum Beispiel, wenn das Ziel und das Ergebnis in derselben Zeit das gleiche bleibt. Wenn du jetzt natürlich viel Zeit, viel Energie und viel Geld investierst, dann kannst du an ganz anderen Zielen ankommen in derselben Zeit oder in viel schnellerer Zeit, wie wenn du jetzt überall weniger investierst. Und das ist ganz wichtig, das zu verstehen, weil einfach so viele nicht bereit sind dazu, einen Schritt zu gehen und da Geld oder Zeit oder Energie eben zu investieren. Wir müssen es nicht alle so machen wie jetzt ein Elon Musk zum Beispiel, der zumindest von den Infos, die ich habe, ich kenne ihn ja nicht persönlich, aber aus seiner Biografie, wo viel drüber drinsteht, dass er tatsächlich 100 bis 120 Stunden Wochen arbeitet und teilweise 3, 4, 5 Stunden nur schläft, nur 4 Stunden pro Woche für seine Familie investiert, laut Biografie und solche Sachen. Das muss nicht jeder machen. Wir können große Businesses aufbauen. Jeff Bezos ist da zum Beispiel auch ein gutes Vorbild, der auch es schafft, ein Privatleben zu führen, der schafft, ganz viele Dinge noch mit zu integrieren und gleichzeitig einer der reichsten Menschen der Welt zu sein. Und du musst ja auch gar nicht einer der reichsten Menschen der Welt werden. Finde auch da wieder dein eigenes Maß, aber sei dann auch bereit, wenn du das Maß gefunden hast und dich festlegst auf ein gewisses Ziel, diese Schritte zu gehen und diese Investitionen auch zu tätigen. Weil wenn du das nicht machst, dann wirst du an diesem Ziel zwangsläufig einfach nicht ankommen. Und da darfst du dich selber immer wieder hinterfragen und challengen, bist du denn bereit dazu? Bist du bereit, die Dinge zu investieren? Bist du bereit, in den Schmerz reinzugehen? Bist du bereit, deine Ängste zu überwinden? Bist du bereit, dir dein Ego zum Beispiel zu übergehen oder dann mit deinem Ego ein bisschen ins Sparring zu gehen und zu sagen, ey Ego, wir gehen da jetzt durch und mir ist scheißegal, was du jetzt von mir willst. Ich hole mir jetzt zum Beispiel Hilfe, wo dein Ego sagt, nein, wir kriegen das alleine hin, wir kriegen das schon gebacken. Und du sagst dann, nee, ich hole mir da einfach Unterstützung zum Beispiel. Und das kann jetzt sein im Bereich Steuern mit einem Steuerberater, das kann im Agenturbereich sein, dass du dir da jemanden holst oder eben auch im Mentoring-Bereich, dass du dir einfach da Unterstützung an die Seite holst, weil du kannst und wirst nicht alles alleine geregelt bekommen.
oder auch Mitarbeiter reinzuholen, Freelancer reinzuholen, egal welche Lösung du da für dich wählen möchtest. Es führen so viele Wege nach Rom, aber der einzige Weg, der nicht nach Rom führt, ist, morgen in Rom zu sein, wenn du jetzt heute in Deutschland sitzt, komplett ohne Unterstützung. Weil du brauchst ein Auto, du brauchst ein Flugzeug, du brauchst mindestens ein Fahrrad oder irgendwas. Als menschliches Wesen ist diese Strecke in einem Tag, meines Wissens nach, ohne Hilfsmittel nicht möglich. Das heißt, du brauchst die richtigen Tools. Solange du selber kein Flugzeug fliegen kannst, brauchst du einen Piloten, der das Flugzeug fliegt. Du brauchst eine Crew, du brauchst den Tower, der das freigibt, der das überwacht. Du brauchst so viele Dinge und auch so viele Personen, die diesen Flug überhaupt ermöglichen. Und ähnlich kannst du dir es in deinem eigenen Business vorstellen. Wenn du abheben möchtest mit deinem Business, dann brauchst du diese Personen, die dich dabei unterstützen. Dann brauchst du einfach diese Schritte und du wirst es alleine in einer gewissen Zeit nicht schaffen. Punkt. Du wirst aber viel mehr schaffen, als du vielleicht denkst, wenn du diese Schritte beachtest und bereit bist, auch was zu investieren. Weil wir Menschen überschätzen ganz oft das, was wir in einem Tag machen können. Wir unterschätzen aber das, was in einem Jahr möglich ist zum Beispiel. Gleichzeitig unterschätzen wir generell, was überhaupt möglich ist, überschätzen aber wiederum, was wir alleine schaffen könnten und was wir jetzt irgendwie mal so auf die Beine gestellt bekommen. Deswegen mach dir da wieder bewusst, dass die Welt teilweise anders funktioniert, als du sie vielleicht wahrnimmst. Wir alle nehmen die Welt nur so wahr, wie unsere Spiegel darauf gerade sind. Und mach dir bewusst, dass du gewisse Dinge investieren darfst, um an deine Ziele zu gelangen. Und wenn du da das richtige Maß herausfindest, dann werden auch Dinge wie Geldinvestitionen, wie Zeitinvestitionen, wie Energieinvestitionen ein leichtes und du kannst immer wieder abwägen, welches Maß brauchst du jetzt. Ein ganz großer Ratgeber dazu bist du selbst. Du kannst dein Zukunfts-Ich an der Stelle fragen, gerade bei Investitionsentscheidungen, hey, soll ich das machen? Stell dir einfach vor, du in 5 Jahren, diese Person hat ja dieses Ziel, was du vor Augen hast, ob das jetzt im Business ist, im Sportbereich ist, hat es ja schon erreicht. Das heißt, versetz dich in diese Lage, dass du wie ein Interview führst mit dir selbst und sagst, liebes Zukunfts-Ich in 5 Jahren, bringt das, wenn ich jetzt dieses Coaching buche, wenn ich jetzt diesen Ernährungsplan verfolge, wenn ich jetzt dieses Training mache, bringt das was? Kommen wir damit schneller voran, kommen wir damit an das Ziel? Und die Antwort ist fast immer, bist du verrückt? Die Antwort ist nämlich entweder, bist du verrückt? Was ist das für eine Frage? Natürlich bringt das was, ohne das wären wir niemals hierher gekommen. Oder ein, bist du verrückt? An der Stelle brauchst du das doch gar nicht, das macht überhaupt keinen Sinn. Gerade zum Beispiel auch, wenn du ein Business aufbauen willst, was sehr individuell sein soll, was im Moment gerade am Anfang ist, dann brauchst du keine riesige Agentur, die dich dabei unterstützt, die auf Massen ausgelegt ist und die überhaupt keine Individualität bietet, sondern du brauchst jemanden an der Hand, der dich wirklich an die Hand nimmt und dich Schritt für Schritt durchführt. Gleichzeitig, wenn du ein System übernehmen willst, brauchst du dafür wieder den richtigen. Und so rauszufinden, was ist das, wo du am Ende stehen willst und was brauchst du dann, um dahin zu kommen? Und dann musst du bereit sein, diese Dinge zu investieren und diese Schritte zu gehen. Wenn du das bist, dann kannst du auch deine Ziele erreichen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne ein Like da, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du keine weiteren Videos verpasst. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Video und schauen, wie dein Business wirklich auch durch die Decke gehen kann. Alles Liebe, dein Tibor.